Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, die ganzen Pausen sind vorbei, die ganzen Feiern, die ganzen Geburtstage, Hochzeiten. Deswegen jetzt wird wieder voll angegriffen. Ich bin heute im Angel Paris Eschede an der Bärenkuhle. Ich werde verschiedene Techniken ausprobieren, mal schauen, welche zündet. Und am Ende gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ich habe eine Route im Gepäck, also bleibt unbedingt dran und los geht's. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob man sieht, das ist übelst am Schiffen. Deswegen habe ich mir hier so einen kleinen Unterstand aufgebaut. Ich werde heute hier mal ganz chillig angeln. Ich habe jetzt erstmal einen Glowsboom drauf. Ich werde echt ein paar Würfe mit dem Glowsboom machen. Ich habe den FDM Lumi hier drauf. Ich werde jetzt ganz, ganz langsam schleppen. Und mal schauen, ob wir in der Dämmerung schon einen Fisch kriegen. Beziehungsweise in der Dunkelheit. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt wieder am Wasser zu sein. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr geangelt. Ich hatte hier gerade einen Nachläufer. Habe ich richtig schön so im Scheinwerferlicht gesehen, wie die Forelle hinterhergekommen ist. Aber die hat nicht zugepackt. Kevin, wie viel Gramm hast du drauf? Wie viel Gramm hast du drauf? Habe ich auch. Ich habe den LT31. Ich habe, danke. Jawohl, da haben wir den ersten Fisch, Leute. Ganz knapp vorne am Ufer gebissen, auf dem Glowspoon. Ich habe vom Gummi ja nochmal wieder gewechselt. Boah, die hat richtig Dampf. Eieieiei. Ja, ihr könnt es leider nicht sehen, aber die Rute ist gerade richtig krumm. Alter Schwede. Ich auf Glowsboom. Ja. Ist auch ein richtig schöner Fisch. Wusste ich. Ja, schade, dass das so dunkel ist, dass die GoPro das nicht aufnimmt. Nein, ausgestiegen. Ah, oh, das gibt's nicht. Das ist richtig ärgerlich, ey, so eine Kacke. Ja, Leute, das ärgert mich jetzt richtig, ey. Das war ein richtig, richtig schöner Fisch. Jetzt gerade Nachläufer. Ja. Hilft ja nichts, Leute. Ne? Also ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, aber hilft ja nichts. Weitermachen. So, ich habe mal das Licht ausgemacht. Auf Spoon hatte ich ja gerade den Aussteiger leider. Und ich will jetzt mal mit Paste langsam schleppen. Ich habe hier Pose Blei drauf. Das heißt, ich kann richtig. Quatsch, Pose Glas. Sauber. Ja, ich werde jetzt langsam mit Paste schleppen. Ich werde jetzt langsam mit Paste schleppen. Genau, werde ich jetzt langsam einen Pass schleppen. Ja, Leute, ich habe jetzt verschiedene Farben mit Paste durchprobiert.
da ging gar nichts drauf. Deswegen werde ich jetzt noch mal ein bisschen Tremarella mit Bienenmaden. Und ich werde heute, dadurch, dass das Wasser hier so klar ist, so einen schwarzen Honeywurm hier hinten nehmen. Hoffe ich, dass der mir Glück bringt. Nein, Bienenmaden. Die kommen halt hinterher. Ja, aber schnappen nicht richtig zu bei mir. Alter, das Ding ist so schnell wieder draußen, das ist unglaublich, oder? Jawohl. Ich hab diesmal sofort angehauen, ey. Oder? Ja, sonst bin ich deprimiert heute noch, ne? Ah, Junge, Alter. Ja, hier, komm, schnell. Mach. Oh, Leute, Alter. Endlich hat's geklappt, ey. Der Haken ist auch schon raus, oder? Nee, sieht so aus. Ja, ganz vorne. Schöne, Petri. Danke dir. Kein Problem. Ach, nee, du, endlich ein Schneider, ey. Doch, Haken ist draußen. Ja, sag ich doch. So, Leute, endlich hat's geklappt. Der ist hängen geblieben. Also, ich habe vorher ein paar Nachläufer gehabt. Die sind alle, also haben den Köder genommen, haben den dann wieder ausgespuckt. Aber hier, ja, ich habe richtig schnell angehauen, Fisch hängt und weiter geht's. So, in Schneidart und weiter geht's. Jawohl, da haben wir die nächste Aufsicht. Die ist dreimal am Köder vorbeigeschossen. Oh. Catch and release. Ach, Leute, das ist echt hartes Brett. Guck mal, wie die guckt, ey, siehst du das? Ja, interessiert sind die, aber... Spinner. Gestern kommt einer nachher mit richtig großen gerifften Gummi, also ein richtiges Okolytending. Okay. Da sind die dann nachher richtig raufgeschossen. Aber passt, so wollten die vorher nicht. Die sucht doch auch. Verkackt. Oh, jetzt drei, wie beten, dass sie dran bleibt, wa? Aber hängt auch wieder nur im Maulwinkel vorne. Micha, komm schnell. Siehst du das, die Bienenmade da vorne? Wer kann ich nicht Druck machen? Jetzt aber, jawohl! Yes! Schöne! Das war eine schöne. Das ist eine schöne. Ja, siehst du, danke. Petri! Oh, langsam wird's. Übung macht den Meister, ne?
Ja, Leute, schaut euch mal diesen geilen Fisch an. Also langsam klappt's. Ja, ich habe noch ein paar Fehlbisse gehabt. Also die beißen richtig, richtig spitz. Man muss richtig schnell anhauen. Aber dann wird man mit solchen schönen Fischen belohnt. Jawohl, da haben wir die nächste. Ja, ich habe eine andere angeworfen und habe schön gesehen, wie die hinterher geschossen ist. So, schnell zum Kescher flitzen. Na, hängt auch wieder ganz vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Bienenmadem vorne vorm Maul. Na. Langsam läuft. Jo, und da haben wir den nächsten Brocken. Danke. Ja Leute, so langsam habe ich den Dreh raus. Also es ist wirklich so, Fische suchen, anwerfen und dann möglichst schnell anhauen. Also alle Fische, die ich hatte, da war der Köder im Kescher schon draußen. Das macht auch richtig Bock. Also wenn man sieht, wie die Fische hinterher schießen, hinterm Köder. Da hinten ist wieder eine, die ein bisschen sucht. So, schau mal da, wer da kommt. Da kommt der Kevin von Forellenjäger Nord. Den war ich ja letztens bei Itchen. Sag sowas nicht. Jetzt gibt es hier erstmal schnelle Forelle. Eine schnelle Forelle hol ich mir. Ja, mach doch. Ich hol mir eine noch schnellere Forelle. Bist du eh nicht? Ja, klar. Was sind das für Anführungen? Mir geht lieber dein Solo-Glas an, ey. Ja. Aber sind die bei die Fische bei Rob, sind die Fische bei dir auch so vorsichtig heute? Also dass sie so spitz jetzt, beißen? Ja. Also morgen haben die aufgehört. Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon sehr, sehr spitz und vorsichtig. Ich hatte ja morgen schon drei aufs Spoon verkackt, muss ich leider sagen. Ja. Oder so. Ja, ich habe auch vier, fünf verhauen. Ey. Also wir waren richtig dran, kurz im Zappeln gewesen, wieder ab. Mhm. Dann habe ich gedacht, Bienenmade, erster Wurf, erster Fisch. Wo hast du die Bienenmaden her? Weiß ich nicht mehr. Nein, ich hatte selber welche mit, aber der liebe Chris hat mir noch ein paar ausgeholfen hier. Ich mache nur Spaß, weißt du doch. Jawohl. Dreimal die Insel vorbeigeschlagen. Da hat er zugeschlagen, der Kevin. Yay! Bienenmade. Aber auch ganz, ganz am Rand hier, ne? Ja. Vorgeschmissen. Vor allem die hängt auch vorne, die Bienenmade. Ja. Siehst du das? Ganz vorsichtig. Jawohl, Petri, Junge. Petri, sehr schön. Sehr geil. So, ich habe extra deinen Knüppel mitgebracht. Mein? Ja, mein vergessen habe. Du Schlawiner. Ja, da hat der Kevin sich hier schnell mal hinten eine Forelle organisiert. Gucken, ob wir das auch schaffen. Wieder ein schön Okolyt, wa? Ja. Jo. Jetzt seid ihr die Oberflächennahme der Bienenmade angeschmissen, so wie du auch. Und jetzt hatte ich wieder so Patienten daneben schon zugehackt und ich hab angehauen und leider verpasst, Bienenmade ab. Neue Bienenmade aufgezogen, gleich nochmal angeworfen. Das hat funktioniert.
Man muss halt gucken, welche Fische halt hier sind. Ne? Ist so, ja. Immer wieder anwerfen, probieren, provozieren. Aber man merkt, die Bienenmade ist heute doch schon wieder die bessere Technik. Wollen wir schauen, ne? Auch ein paar kriegen wir noch. Da mache ich mir keine Gedanken. Ist ja richtig was los, ey. Ah, da muss der Lachskescherkopf her. Auch mit dem Kescher habe ich schon 7 Kilo Forellen rausgeholt. Echt? Ja, ja. Krass. Die legen sich da schön rein, das passt ja viel genug dafür. Es gibt auch ein tieferes Netz, aber mit dem bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren. Und es ist ja selten, dass man wirklich an die ganz großen 5, 6, 7 Kilo Fische kommt. Ja, das stimmt. Sind ja immer die 2, 3 Kilo Fische. Ja. Dafür reicht das auf jeden Fall. Vor allem, das ist ja noch weniger geworden mit größeren Fischen, ne? Ja. Petri, Junge. So, ihr Lieben. Richtig geiler Lachs hier nochmal. Richtig schöne Fische. Ja. Geil. Kann man nichts gegen sagen. Wie hast du den gekriegt? Ja, einzelne Bienenmeine auf dem Tungstenhaken. Also ein bisschen vom Tremarella-Angeln abgeguckt. Mhm. Ja, Fische angeschmissen, auf Sicht. Bisschen gezupft, bisschen hier, bisschen da. Die Fische animiert und dann kam der Biss. War schon ziemlich cool. Petri. Petri, genau. Ja, ich werde jetzt nochmal die Methode wechseln. Kevin fängt ja richtig gut mit kleinen Tungsten und Bienenmaden. Und das werde ich jetzt auch mal testen. Ich zeige noch mal kurz, wie ich die anköder. Also ich fische quasi an der UL auch so ein Bienenmaden-L. Ah, die ist leider aufgeplatzt, dann nehmen wir noch mal eine neue. So. Und das Coole ist dann, wenn man gleich so ein bisschen twitcht, dann rotiert das auch. So, dann suchen wir uns mal ein paar Fische, die so ein bisschen aktiv rumschwimmen. Können die nicht alle immer stumpf auf mich zuschwimmen? Ja. Ich glaube, ich muss gleich mal meine Brille holen. Ja, ich war schon zu weit weg. Kommt der da? Direkt vor dir. Ja. Gesehen? Ja. Ja. Doppeldrill. Hat die Kevin Berghauer Gedächtnismethode auch bei mir zugeschlagen, wa? Ich nicht. Nein! Ist ausgestiegen. Nein, echt! Oh, sag doch was! Hätte sie haben können. Ja, ist nicht schlimm. Kennen wir ja heute, ne? Na, dran ist auch knapp vorbei, ne? Aber das war die dunkle, wo ich gesagt habe, ne? Ja. Genau die war's. Ah. Die Dinger, die schön ziehen. Die richtig schön ziehen. Die kannst du anwerfen und die so ein bisschen unter der Oberfläche. Sowas wie die da. Ja. Brauchst du nicht anwerfen. Ne? Ja. Oder die hier. Die sind noch nicht so weit. Ah, wie viel ich heute versemmelt habe. Junge, du machst das besser heute. Oh, yeah. Auf ein lila Gummi. Leck mich am Moka hier. Läuft bei dir. Schönes lila Gummi. Kevin Spezial. Danke. Danke. Oh, hier ist ein Saibling. Mal gucken, ob der den Wurm wegschnappt. Hier direkt vor mir. Siehst du die weißen Flossen? Jo, er kommt, der kommt. Er hat ihn genommen. Jawohl. Geil. Danke dir. Nein. Nein, nein, nein.
Ja, besser ist. Siehst du, ich bin hier so pickrig heute, Alter. Das ist ja schlimm. Rami, mach! Ich weiß, war nur Spaß. Jawohl! Dankeschön. Danke. Also Kevin geht heute richtig steil. Jetzt Fisch Nummer 12, ne? Ich glaube. Alter Schwede, Junge. Alles so eine Granate, ne? Ich würde sagen, schönes schwarzes Gummi vorne im Maul, zack. Na, noch nicht ganz. Bist schon ein bisschen schwach, ja? Vom ganzen Cash an. Ich glaube. Sag mal. Ich will noch nicht so ganz. Kam schön langsam näher, dann hat er Gas aufgenommen und dann ist er voll rein. Ein schönes Ding. Der war schön. Schöne Farbe, ne? Im Wasser sehen die so schön aus. Ne? Sauber, sehr schön. Petri, Petri, Junge. Guck dir mal mein Zwergengummi an da drin, ey. Da. Da sieht ja, man sieht man nicht. Ja, schade. Ist abgedingens. Abgeflogen. Ja. Jawohl. Da ist nochmal einer eingestiegen. Kevin, ich brauche deine Hilfe. Kescher mal bitte. Die hat sich schön den Wurm nochmal weggeklatscht hier. Auch auf Premium gestiegen, UL. Nee, Dendrobena. Dendrobena, oh. Kevin Spezial, aka oder mit Dendrobena. Also nicht mehr Kevin Spezial, sondern Chris Spezial. Doch, weiß ich nicht. Jetzt. Mit Dendrobena funktioniert auch. Genau. Also was ihr Kevin Spezial nennt, mit Dendros ist Chris Spezial. Jawohl, vielen Dank. Sehr geil. Oh, was für ein schöner Fisch. Petri. Top, danke dir. Ja Leute, das war's aus dem APE heute. Also ihr habt ja gesehen, es sind richtig geile Portionsforellen rausgekommen. Tremarella hat nicht so gezündet, also passt so ein Bienenmarder am Anfang. Ich habe 2, 3 Fische gekriegt, aber die Zündemontage war deine, ne? Ja, erstmal Porties ist erstmal so komplett irgendwie die Fehlbedeutung für diese Fische, die rein sind. Michael sagt, ja, tolle Porties. Diese Porties wiegen hier irgendwie zwischen 1,5 und 2,5 Kilo. Also der Wahnsinn, was hier heute für Fische drin waren und rausgegangen sind. Und die haben echt Gas gegeben teilweise. Ja. Waren träge unterwegs, aber wenn sie dran waren, haben sie richtig Gas gegeben. Ja, und wie er sagt, meine Montage, die Kevin-Spezial-Montage höre ich immer die ganze Zeit heute hier. Ich werde die ganze Zeit veräppelt. Einfach nur die einzelne Bienenmarder auf dem Tungstenhaken und ja, die hat heute wirklich, ja, wie du es immer so schön sagst, gezündet. Rasiert, ja. Und ja, ich habe nachher noch ein bisschen mit Gummigut gehauen, also so in lila Tönen und in Brauntönen, aber die Bienenmarder war wirklich Killer heute. Also da haben wir wirklich einen mit rausgerissen heute, das hat echt Spaß gemacht, muss man sagen, nach langer Zeit mal wieder so einen Ritt zu haben und solche Fische eigentlich nur, also der Wahnsinn, war geil. Und ich habe mir überlegt, damit ihr die Kevin Spezialmontage auch probieren könnt, haben wir ein kleines Gewinnspiel und zwar gibt es heute eine kleine UL-Route zu gewinnen. Ihr müsst auch gar nicht viel tun, einfach Hashtag APE unten in die Kommentare schreiben. Ich schreibe es auch nochmal unten in die Videobeschreibung und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Natürlich nicht vergessen, bei Kevin Foreniger Nord zu abonnieren, gerne auch bei mir abonnieren, wenn euch die Videos gefallen. Und dann würde ich sagen, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Bis dann.